Peace, Leute. Kurz vorweg, wie ihr es ja auch schon im Titel gesehen habt. Alter, wie sehen meine Haare denn aus? Wie ihr es schon am Titel gesehen habt, heute leider kein Testyboy-Video. Das Problem ist, Wish kommt nicht hinterher mit den Sachen. Beziehungsweise hängen wieder Sachen seit Wochen irgendwo und kommen nicht weiter. Also laut Tracking-App hängen Sachen in Frankfurt. Manche sind irgendwie in China los, aber nie angekommen. Und ich habe übrigens ein Paket bekommen, was... Ja, moin. Ein Paket bekommen, was gar nicht für mich bestimmt war, wo der Zoll irgendwie gepennt hat, aber das werde ich nochmal im Vlog thematisieren. Und wie ihr es auch hört, Stimme ist ein bisschen abgefuckt. Deswegen gibt es heute den ersten Vlog. Ich hoffe, es stört euch nicht und viel Spaß beim Vlog. So, das ist Andi. Der spannt hier gerade Wolle in die Decke. So Leute, das ist die Baustelle hier. So, Wand 2 ist dran. Könnt ihr mal eure Scheiße hier wegnehmen? Durch, aber richtig doll. Ja, aber das heißt ja, dass hier irgendwo ein Loch ist. Das kann aber auch von der Ecke sein. Wo das Fenster ist, du bist ja dicht am Fenster. Da ist ja irgendwo eine Nullkammer. So, hier, ja. Das schneide ich auch rein. So, also das ist Andi, das ist der, der hier die ganze Zeit so rumrotzt. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Oh, was ist das so duster? So, das ist Jessie. Die schneidet die Wolle zu. Die hat eine Pandamütze auf und schneidet mit dem Brotmesser Klemmfilz. Das ist auch eine Kackarbeit, ey. So, und das bin ich. Ich laufe hier so rum. Ich mach gar nichts. Ja, gar nichts? Schreit sich anders an. Könnt ihr auch so schnell tackern? Oh mein Gott, nein, Leute! Ja! Moin Leute, willkommen zum nächsten Tag. Tag 4 auf der Baustelle ist das, glaube ich. Ja, Weihnachten ist endlich vorbei und wir haben alles überstanden. Viel zu viel gegessen mal wieder. Und heute geht es endlich weiter auf der Baustelle. Wir haben schon gut was geschafft. Wie ihr seht, hier die Giebel sind jetzt mittlerweile komplett verlattet, genauso wie da. Das heißt, da sind wir mit der Isolierung soweit schon durch. Fenster ist noch das alte, da kommt noch ein neues rein. Und auf der anderen Seite, mache ich jetzt die letzte Verlattung. Da unten habe ich schon angefangen, das habe ich Heiligabend noch gemacht. Und ja, ich mache jetzt die Verlattung weiter und dann sehen wir uns später wieder. Guten Morgen Leute, Tag 5 auf der Baustelle. Wir haben gestern angefangen noch die Decke zu verkleiden. Soweit geht das schon. Folie ist teilweise schon eingespannt. Heute wollen wir auf jeden Fall die ganze Decke schaffen. Und ich würde sagen, Baustellen-Action, los!